Schönen guten Tag. Guten Tag, grüße Sie. Ich bin hier frisch angekommen, wollte mich mal ein bisschen erkundigen. Ja, sicher, erkundigen Sie sich doch gerne. Sehr gut, sehr gut. Ich suche erstmal was für meine Augen, weil die sind ein bisschen doch oschwart aufgerissen. Haben Sie da eventuell eine Creme oder sowas? Eine Creme? Weil die brennen auch ganz gut, ja. Wie meinen Sie das? Na, gucken Sie mir mal in die Augen. Warten Sie mal, kommen Sie mal ein bisschen näher. Oh ja, die sind ziemlich weit aufgerissen, ja. Ja. Und ja, also das habe ich jetzt, seit ich hier auf dem Schiff bin. Oh. Verstehe. Weiß nicht, ob ich Ihnen da was helfen kann. Ich will mal in meine Taschen gucken, ob ich was habe. Das wäre sehr nett. Versuchen Sie mal das hier vielleicht. Das könnte vielleicht helfen. Ein Ruschenbonbon habe ich bekommen. Oh, dann probiere ich das mal. Dankeschön. Bitteschön. Sind Sie hier für die Einreise zuständig? Nee, ich warte selber. Ah, okay. Ja. Wie lange warten Sie schon? Ich bin erst seit ein paar Minuten hier, also ach, keine so. Eile. Ach ja. Setzen Sie sich doch neben mich. Oder wollen Sie da stehen bleiben? Nö, ich setze mich gern. Wo kommen Sie denn her? Aus Midland, Texas. Texas? Ja. Ach ja, schön. Das ist und, schön, ja. Und Sie, Sir? Ja, also eigentlich komme ich von hier. Ah. Ich bin aber einige Jahre nach Frankreich gezogen. Oh. Ja, der Liebe wegen. Ah, verstehe. Europa ist so ein Ding für sich, wie sind wir. Nun, ich habe immer gesagt, wenn ich erfolgreich bin, werde ich nie wieder zurückkehren. Und jetzt sitze ich hier. Also impliziert das wohl, dass Sie nicht erfolgreich waren. Schade. So kann man das sehen. Die Liebe ist verflossen. Ja. Dadurch resultierend eben die Arbeit kaputt gegangen. Ah, verstehe. Das ist natürlich und ärgerlich. So weiter. Ja, das ist sehr ärgerlich, ja. Das aber, was will man machen, nicht? Das ist eins so. Das ja. Kann man nicht verhindern. Dem Schicksal kann man nur folgen, man kann es nicht ändern. So sieht es nämlich aus, ganz genau so ist es. Ja, ja. Ja. Und Sie, was ist bei Ihnen, warum, wieso? Wie meinen Sie das, warum ich hier bin? Ja, zum Beispiel. Naja, ich habe vor 2 Jahren meine Frau verloren, das hat mich ziemlich runtergerissen. Oh, das tut mir leid. Ja, und ich versuche jetzt irgendwo neu anzufangen und ein neues Leben zu beginnen. Ja. Ja, und da dachte ich komme hier mal vorbei und schaue mir das hier mal an. Ja, sicher. Mhm. Sehr schön. Ja. Und, achso, ja, wie es Ihnen gefällt, können Sie mir nicht sagen. Ne? Ja gut, also ich muss sagen, das Boot gefällt mir sehr gut. Also sieht sehr hübsch aus. Sehr, sehr stilvoll eingerichtet. Verstehe. Ja, gut, ich weiß halt nicht, wie es draußen aussieht, aber ich denke mal, da werde ich mich schon schnell zurechtfinden. Mit Sicherheit. Also gehe ich mal von aus. Was machen Sie beruflich? Ja, also noch nichts. Nee, ich habe ja meine Arbeit verloren, aber ich versuche natürlich hier Hand und Fuß zu fassen. Ne? Ah, okay. Oh. Was haben Sie vorher so gemacht beruflich? Ich habe Kutschen gebaut. Ah, einträgliches Geschäft? Ja, also das war in Ordnung, aber ich muss Ihnen sagen, es ist dann in der Stadt waren nachher zu viele Kutschenbauer wahrscheinlich. Mhm. Das hatte sich rumgesprochen, dass ich sehr erfolgreich war anfangs. Ja. Darüber habe ich übrigens auch meine Frau kennengelernt. Beziehungsweise bald Ex-Frau, hoffe ich doch. Oh, also ja. Sie leben in Scheidung? Naja, in Trennung, sagen wir mal so, ja. Aber ich hoffe, dass, auf jeden Fall hat sie es rumgesprochen, dass ich doch den ein oder anderen Taler mehr verdiene, nicht? Mhm. Und dann haben es mir einige gleich getan. Dann natürlich allerdings mit einigen unlauteren Wettbewerbaktionen mehr oder weniger das Geschäft kaputt gemacht hatten. Oh, also wissen Sie? Neider. Nein, ist nicht um. Ja, das auch. Da ging es eher um die Gier der Kundschaft. Ne? Also die Gier, den Kunden an sich zu reißen. Ah, da hatte man auch mal Kutschen dann für einen Nullwert verkauft. Ne? Also für nichts.
Das ist natürlich schlecht. Nur um den Kunden weiter für die Zukunft zu halten. Ja. Und das habe ich einst nicht eingesehen. Und meine Frau, so wie ich sie rausgestellt hatte, war nur des Geldes wegen wohl ein Teil meinerseits. Mhm. Als der Taler nicht mehr rollte, war auch das Interesse ihrerseits weg. Ja, das ist natürlich ärgerlich, aber gut, so Frauen braucht man nicht. Stimmt, kann man nicht ändern, ist eben so. Na gut. Ja, und dann war es so, dass ich irgendwann gesagt habe, jetzt packe ich meine 7 Sachen in meinen Koffer und kehre wieder zurück in die Heimat. Ja, und jetzt sitze ich hier nach einer langen Schiffsreise. Hm. Wie lange sind Sie gereist? Nicht so lang. Also ich war hier schon in der Nähe, also 1,5 Tage vielleicht. Hm. Wie heißen Sie, junger Mann? Lawrence Stryker. Lawrence was? Stryker. Stryker? Mhm. Stryker, genau. Stryker. Ja. Wie alt sind Sie? 31. Ach, das ist ja noch blutjung, wissen Sie. Ich habe ja schon mehr vergessen, als Sie jemals gelehrt haben. Das lasse ich mal so im Raum stehen. Ja, ja, ich könnte Ihr Großvater sein, Michel. Vom Alter her. Wenn ich fragen darf? Was schätzen Sie denn? Also wenn Sie mein Großvater sein könnten, müssten Sie also mindestens schon 60 sein. Ja, aber mindestens. Ja, wissen Sie, 82 bin ich. Wow, das ist ein stolzes Alter. Also ich kenne wenige Leute, die so ein hohes Alter erreicht haben. Ja, das stimmt. Das ist nicht so häufig vorkommend, aber man versucht doch immer, naja, sag ich mal, am Leben teilzuhaben. Wissen Sie, ich bin beweglich. Ich gehe jeden Tag mindestens 1/2 Stunde, wenn nicht sogar bis 1 Stunde spazieren. Okay. Ja, ich hatte mal einen kleinen Hund, da konnten wir immer zusammen. Mittlerweile ist der auch bei meiner Ex-Frau. Ah, ich verstehe. Oder noch. Also, aber dennoch gehe ich. Ja, alles unter den Nagel gerissen, schätze ich mal. Alles, das Haus, ja, die Kutschen, alles. Hm. Sogar, ja, wie gesagt, sogar das Haustier. Nun denn, nun bin ich ein freier Mann und mit 82 wird man ja noch die eine oder andere Dame kennenlernen. Denke ich mal, ja. Ja, das sehe ich schon. Ich meine, für 82 sehen Sie noch sehr rüstig aus. Ah, danke schön. Ja, man nennt mich auch den Ritter. Den Ritter, okay. Wegen der Rüstung. Ah, verstehe. Genau. Der Ritter der Liebe. Und gut. Ja. Ja, also, wollen wir noch was warten? Lassen Sie schon ein wenig Zeit hier, nicht? Ja, aber gut. Passiert. Was will man machen? Haben Sie schon geklingelt? Nein. Muss ich das? Müsste nicht. Könnten Sie, wenn Sie wollten. Na, dann werde ich mal klingeln. Machen. Schauen wir mal, wann er kommt. Ja, das machen wir. Wissen Sie, ich muss mal kurz auf den Donnerbalken. Ich bin sofort für Sie da wieder, ja? Ist recht. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Dankeschön. Weiß ich leider nicht. Jo, ach, das war ordentlich. Sehr schön. Ja. Jo. Fühlt immer man sich noch gleich besser. Bisschen auf jeden Fall. Auf jeden Fall, immer noch nicht. Wissen Sie, mir hatte man vorhin gesagt, man muss vereidigt werden hier. Vereidigt, oh Gott. Ja, an der Glocke. Das können wir ja im Vorfeld machen. Wir sagen dem Einreisebeamten, wir haben schon gemacht, oder? Wenn Sie das sagen. Kommen Sie mit. Da haben wir wenigstens irgendwas gemacht.
kann ich leider nicht so schnell rennen, wie ich gern wollen würde. Keine Hektik. Keine Hektik, ja, ja. Haben Sie recht. Meinen Sie, fast den Fuß hier im Land? Ich hoffe doch. Was wollen Sie denn beruflich machen? Naja, da bin ich ehrlich gesagt noch am Überlegen. Ich war von 1890 bis 97 war ich Deputy Sheriff in Midland. Ah, ich verstehe. Ja, mal gucken. So. Wir sollten die Hände hochnehmen, haben Sie gesagt, so? Okay. Und die haben mir einen Text zugesteckt, was ich sagen soll. Oder was wir sagen sollen. Wo haben Sie mir den zugesteckt? Den spreche ich vor und Sie sprechen ihn einfach nach. Den haben die mir zugesteckt. Ah, verstehe. Also wir sollen den Namen ersetzen. Also ich, John Dallas zum Beispiel. Ich, Lawrence Stryker, oder? Ja, ja, genau. Ja. Ich, Lawrence Stryker. Schwöre auf mein Leben. Schwöre auf mein Leben. Dass ich dem Gesetz Treue halten werde. Dass ich dem Gesetz Treue halten werde. Und mich an die Gepflogenheiten des Landes halten werde. Und an die Gepflogenheiten des Landes halten werde. So wahr mir Gott helfe. So wahr mir Gott helfe. Im Namen des Vaters. Im Namen des Vaters. Des Sohnes. Des Sohnes. Und des heiligen John Dallas. Und des heiligen John Dennis. Ja, wer auch immer das ist. Ach, das bin ja ich. Amen. Amen. Genau. Und dann sollte es funktionieren, haben Sie gesagt. Dann sollte jemand kommen und uns die Einreisepapiere geben. Ah. So, kommen Sie mit? Ja. Wir fassen uns zusammen an die Hände und wenn das Boot das Schiff nah genug am Land ist, dann springen wir rüber. Okay. Also auf drei, ja? Alles klar. Eins, zwei, drei. Wo ist er denn hin? Mr. Dennis? Ist wohl woanders rausgekommen. So, dann gehen wir mal ein Pferdchen kaufen. Thank you.
vielen Dank. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Tag. Mach keinen Blödsinn. Na? So, dann wollen wir mal Geld verdienen. Ich würde eine Lieferung machen, wenn Sie... Gucken, wo es hingeht. Okay. Tag. Mann, sowas Unhöfliches. Ups. Ey, so eine Knochenschinderei. Okay.
So, da bin ich wieder. Vielen Dank. In der Stadt, glaube ich, hilft manchen Leuten. Mal. Schönen guten Tag. Audi, Sir. Tag. Tag. Ja, wer denn? Harris oder da? Hier. Ihr seid ja nie da, wenn ihr Tag. Sind. Böse sehen. Tag.
Mann, die beißen hier richtig gut. Heute Abend gibt's Fisch.
schauen wir mal, was wir alles so machen können.